Ja, mit was für einer Bauzeit rechnen Sie? Ja, gut, so pauschal kann ich das natürlich nicht beantworten. Wir haben schließlich erst angefangen. Aber wenn ihr mich jetzt festnehmen wollt, angepeilt sind rund 700 Jahre Bauzeit. Und während an der Baustelle noch fieberhaft Steine geschnitten werden, findet in dem berühmten Kölner Brauhaus Klein Colonia eine Pressekonferenz statt, bei der Dombaumeister Gerhard den Journalisten Rede und Antwort steht. Und wir werden eines lernen, der berühmte Kölsche Klüngel ist älter, als wie man denkt. Ja, erstmal herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Richtfestes des Doms zu Köln. Da darf ich vielleicht direkt korrigieren, wir sagen Kölner Dom, nicht Dom zu Köln. Sie müssen entschuldigen, unser Pressesprecher Küthers Düsseldorf. Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis von unserem geschätzten Dombaumeister Gerhard von Riele, dem ich hiermit auch gerne das Wort übergeben will. Oh Junge, jetzt nimm doch mal einen Stock aus dem Arsch. Ich bin der Meister, jeh hart und jod ist. So, freien. Zick, der Aufdringliche vom Kölner Express, Meister Gerhard, Frage zur Bauzeit des Doms. Sekündchen, sag mal, wem muss ich ja eigentlich eine Fußmassage verpassen, um mal einen anständigen Kölsch zu kriegen? So, danke, Junge. Ah, das ist schon besser. So, was wolltet ihr jetzt wissen? Ja, mit was für einer Bauzeit rechnen Sie? Ja, gut, so pauschal kann ich das natürlich nicht beantworten. Wir haben schließlich erst angefangen. Aber wenn ihr mich jetzt festnehmen wollt, angepeilt sind rund 700 Jahre Bauzeit. Helmut, der Skeptische vom Sächsischen Kurier. 700 Jahre Bauzeit, das erscheint mir doch ein bisschen optimistisch. Ja, gut, ich sag mal plus minus 200 Jahre. Ob die Minute kann ich mich da jetzt nicht festlegen, Jung. Wir bauen ja keine Kaninchenstall. So, weiter in Text. Grit, die Untreue vom Kölner Merkur. Es heißt, es hätte schon Unfälle auf der Baustelle gegeben. Das ist richtig. Das kann man nicht vermeiden. Seit Beginn der Arbeiten vor 7 Monaten hat es 1400 tödliche Unfälle gegeben. Das ist ein sehr guter Schnitt. Unser Sicherheitskonzept geht also voll auf. Stimmt es eigentlich, dass Ihr Schwager der Besitzer des Steinbruchs ist, der den Auftrag für den Kölner Dom bekommen hat? Ja, gut. Ja, da hast du recht. Dombaumeister Gerhard möchte sich zu diesem Sachverhalt wegen laufender Ermittlungen auf Anraten seiner Anwälte nicht äußern. Aber, Und ist das richtig, dass der Dombaumeister dem Stadtkämmerer von Köln 7 Ziegen und seine Tochter versprochen hat? Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Was ist mit dem mysteriösen Tod des Stuckateurs? Und wer spielt ob der 1000-Jahr-Feier? Brings oder der Höhner? Haben Sie auch ein Sicherheitskonzept für die Silvesternächte? Da wird doch bestimmt auch vor dem Dom gefeiert!